genug ergötzt an dieser wunderschönen Felsformation oder Panorama-Aussicht. Alter Schwede, ey. Meine Herren. Haben die schon echt cool in Szene gesetzt. Ist das hier der Schleichweg? Ich weiß es nicht. Das sieht nach Ärger aus. Wenigstens sind wir zu zweit. Einer für jede Schere. Einer für jede Schere. Ach, das ist wieder so ein Skorpionvieh, ne? Ist das ein Boss? Oh mein Gott. Kannst du nicht? Nein! War das? Das war ganz schön haarscharf. Ergib dich! Toll. Oh mein Gott, der Finish. Ey. Hässliche Biester. Hast du einen Weg nach Tennelore gefunden? Noch nicht, aber wir haben einige Geräte aus der Zeit der Hohen Republik gefunden. Meister Cordova untersucht sie gerade. Das Parierschwert ist schon cool. Ein eingespieltes Duo. Seitdem sie sich dem Pfad angeschlossen haben, waren sie eine unersetzliche Hilfe. Bist du auf deinen Reisen irgendwelchen Jedi begegnet? Nein, Kerl. Sonst hätte ich mich bei dir gemeldet. Danke. Parierstange scheppert aber mal sowas von rein. Jedha Lackierung für BD1 bekommen. Aber es dauert halt lange, ne? Und da hat doch wie er uns einfach mit seiner Schere festgehalten hat und dann einfach seinen Stachel in den Kopf gehauen hat. Das sah so geil aus. Sehr schön. Und ich glaube, das ist hier die zweite Abkürzung. Gut. Eine Abkürzung zur CS Basis. Sehr schön. Und was ist das hier? War ich hier schon mal? Ah, nee. Alles klar. Wunderbar. Ey, da können wir... Das sollten wir vielleicht auch machen, ne? Wollen wir zwar. Genau. Im Moment müssen wir den langen Weg nehmen. Nee, alles cool. Da waren wir ja. Wir sind nicht weitergekommen. Aber hier kommen wir ganz schnell wieder weg. Und wir sollten aber das auf jeden Fall. Zurück, da oben. Genau. Da oben ist auf jeden Fall ein Echo. Die Frage ist, wie kommen wir da ran? Über einen Wandlauf, ne? Von da oben. Man könnte über die Wand hochjumpen. Jetzt ist die Frage... Kann ja nur von hier aus passieren, ne? Okay. Ein bisschen weit weg, ne? Ein bisschen weit weg. Das ist zu weit. Das ist zu weit weg.
Egal, wir lassen uns nicht beirren und laufen erstmal weiter in den Tempel. Oh mein Gott. Das Imperium hat die Fährte aufgenommen. Wir sollten uns trennen. Ich verzögere ihr Fortkommen. Wir treffen uns in der Nähe des Tempels. Wow, das war so ein Shuttle des Imperators, ne? So ein Transportshuttle. Und zwei T-Abfangjäger. Okay, Marin will, dass wir uns trennen. Das ist wie ein Horrorfilm, ne? Pass auf dich auf. Ich übernehme niemals trennen. Marin wird das Imperium jetzt hinhalten. Jetzt sind's wieder nur wir beide, Kumpel. Einbahnstraße. Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Gut, da geht's weiter. Wir schauen mal. Wir haben hier zwei Sachen. Einmal hier so ein kleines Dead End. Schauen wir mal. Gibt's da eine kleine Überraschung für uns? Okay, ist eine grüne Wand. Katzenörsch hat gesagt, grüne Wände später. Von daher laufen wir erstmal hier weiter. Ach, wie cool das aussieht, ne? Hier ist eine Werkbank. Modifikationen sind immer sinnvoll. Wollen wir noch mal gucken, wegen der Parierstange. Wir könnten ja mal neue Komponenten reinhämmern. Das sind ganz schön viele, ne? Ah, alles klar. Das sind diese Klingen, die an der Seite sind, ne? Nehmen wir die. Warte mal. Sorgsamkeit. Ja, doch, nehmen wir das. Mal ein komplett sickes Lichtschwert. Das ist ein Knauf, ne? Schrottplatz nicht. Gelassenheit oder Sorgsamkeit nehmen wir. Und achso, beim Lichtschwert die Klinge nochmal gucken. Nimm mal Violett. Violett und von den Materialien können wir auch mal gucken. Das Weiße, das sieht schon ganz geil aus. Und dann nehmen wir aber mal ein anderes Metall. Einzigartige Metalle. Sepho-Legierung. Beskar-Stahl. Ey, nehmen wir Beskar-Stahl. Beskar-Stahl ist nice. Und die Akzente machen wir auch wieder in... Kashyyyk. Nee, Kashyyyk nicht. Harte Leder. Den Griff machen wir auch in Beskar.
Einzigartige Metalle. Ja. Auch Beskar-Stahl. Und der Zustand ist natürlich makellos. Oder uralt. Na komm, jetzt machen wir. Wir hatten einen makellos, jetzt machen wir mal uralt. Alles klar? Jawoll! Genug getweakt, jetzt wollen wir mal wieder hier erkunden. Ein Lichtschwert in Beskars Stahl ist schon mal nice. Dieses Biest sieht hungrig aus. Moin! Der ist sauer. Oh mein Gott. Eieiei. Das Schwert scheppert aber mal sowas von rein. Das stimmt so, bitte. Die Parierstange ist ja mal richtig sick. Was machen wir denn damit? Warte mal, wir ziehen das nochmal an uns ran. Wir müssen ja irgendwo eine Möglichkeit haben, das zu befestigen, ne? Okay, was haben wir hier mit der Tür? Alles klar. Hier ist auch eine Truhe drin. Brauchen irgendwie eine Möglichkeit? Vielleicht gibt es hier irgendwelche. Oder warte mal, wenn ich jetzt springe? Nee, das geht nicht. Nee, das ist irgendein Bug, Slugshot. Habe ich gelesen. Und insbesondere beim PC, ne? Und das funktioniert so nicht. Leider. Vielleicht mit dem nächsten Patch haben die es behoben. Natürlich schade, ne? Ein Blaster, das würde ich gerne auch mal ausprobieren. Wie kriegen wir das befestigt? Das ist die Frage. Der Nation. Wie geht's überhaupt weiter? Was muss ich machen? Ich muss da vorne irgendwo reinkommen. So. Moment mal. Warte mal. Da ist eine Kiste.
Aha. Gerechtigkeitsgriff. Und jetzt können wir, glaube ich, die Kiste nämlich zu uns ziehen. Wir müssen nochmal das Tor aufmachen und dann die Kiste ziehen. Sehr schön. So. Jetzt macht das alles Sinn. Was ist das da oben? Ich meine, dass wir jetzt hier hochkommen, das ist klar. Oh mein Gott. Pass auf, dass du hier nichts berührst. Okay. Einmal scannen, bitte. Hingabe bis zuletzt. Aber für welche Sache? Eine alte Gruft. Das Schwert sieht natürlich sick aus, ne? Alte Gruft. Die Hüter des Tempels auf Jeddah bleiben auch nach ihrem Tod wachsam. Da oben kann man irgendwie rauslaufen, ne? Kein blassen Schimmer wie. Nimm mal das Doppellichtschwert, genau. Ich glaube, jetzt kommen etwas viele kleine Gegner. Gegen einen einzelnen großen Gegner, ne, dann ist natürlich das... Oh. Oh mein Gott, die Explosion hat mich ganz schön Leben gekostet. Laufen die hier wieder hoch? Tatsächlich. Weg mit dir, du Vieh! Nice, hier haben wir eine Abkürzung. Alles klar, hier sind wir. Okay. Einmal ums Eck. So, und nur? Was machen wir nun? Eigentlich der logischste Weg wäre natürlich jetzt mal hier auf diese Dinger hier drauf, ne? Alles gut gegangen. Okay, hier ist versperrt, da kommen wir nicht weiter und dann müssen wir links hoch. Also da hoch. Ist die Frage, jump ich von hier aus direkt da oder erstmal auf die nächste Plattform? Ich glaube auf die nächste noch. Und hier sieht es ein bisschen weiß lackiert aus. Kleine Ratte. Okay, das ist die Tür, die auch verschlossen war, glaube ich, ne? Was ist denn hier los, BD? Ach so, hier. Interagieren. Bringen wir sie zur Schwester Task. Was hat denn BD? Jetzt kann man scannen. Karte der Region. Die Pilgerzuflucht ist auf der anderen Seite der Brücke.
Was wohl diese anderen Markierungen bedeuten? Markierung des Pilger, des Pilgerpfads. Oh, was für ein Zungenbrecher. Eine rudimentäre Karte des strengen Pilgerwegs, gekennzeichnet mit verschiedenen Symbolen und interessanten Orten, sowohl bekannten als auch unbekannten. Sind die jetzt bei uns mit eingezeichnet? Auf jeden Fall unten ist die eine Tür, die, damit wir hier schnell wieder durchkommen, ne? Die können wir jetzt von innen aufmachen, genau. Abkürzung. Bereit machen, bitte! Pfeifen da Abhang. Was war das eben? Klettern! Oh ja, Seppo, ne? Da war es ja stürmisch. As fuck. Keine Chance. Es ist zu windig. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Hast du sowas schon mal gehört? Klingt fast wie Musik. Ist Musik in meinen Ohren? Okay, aber jetzt müsste es eigentlich gehen. Halten wir einen Moment an. Pfeifender Abhang, Meditationspunkt. Wir ruhen uns aus und werden gleich weiter die Tempelanlage oder den Pilgerweg erkunden.